So, wir sind zurück bei Valiant Hearts im Menü. Warum im Menü? Weil es wahrscheinlich jetzt gleich laut und unruhig wird. Ab jetzt. Oh, wir können Dynamit werfen. Pow. Panzerwagen zerstören. Oh. Okay, müssen wir den speziell treffen irgendwo? Oder einfach nur ausweichen? Ist wie ein arkadlastiger Endgegner. Genau, weg mit dir. Oh oh. Okay, einmal treffen reicht. Oh, der Dicke kommt wieder. Klonk. Einfach nur ausweichen. Oh, das war knapp. Einfach nur ausweichen. Wieso macht der auch sein Türchen auf? Wow, 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 wow. Zieh dir doch erstmal was an. Schicker Feinripp übrigens. Oh oh. Ich glaube, viele Treffer halten wir nicht mehr aus. Okay, der Dicke kommt nochmal. Hinfort mit dir. Und wieder den Granaten ausweichen. Jetzt ist aber langsam mal gut gewesen hier. Müssen wir was machen? Ah, okay. Auf der Rückfahrt einfach eine Granate, eine Dynamitstange rein. Oh boy. Okay, er brennt immerhin schon. Wo können wir ihn denn noch nach vorne werfen? Nein. Anscheinend nicht. Wieder warten, bis der Deckel aufgeht. Von der Blechbüchse. Bam, bam, bam. Wow, wow, wow. Ach, komm schon. Und das gleiche nochmal.
So. Nimm dies. Das dürfte es gewesen sein. Ein Kilometer bis Samiel. Samiel. Endlich. Kapitelende. Hölzerne Kreuze. Ihr Hochgefühl war jedoch nur von kurzer Dauer. Karl und Anna wurden von den deutschen Soldaten in Samiel ergriffen und in die Offiziersquartiere zum Verhör gebracht. Karl kehrte auf Seiten der Deutschen an die Front zurück, während Anna im Lazarett Verwundete pflegen musste. Am 8. April begannen die Franzosen mit einem Angriff auf Samiel, eine Gelegenheit, die Karl nicht verstreichen lassen wollte. Wieder ausbüchsen, Karl. 9. April 1917, besetzt Samiel. Und wir haben immer noch unsere französische Uniform an. Das ist interessant. Knackschnucken, okay. Wir sollen wahrscheinlich erstmal wieder in unsere deutsche Uniform rein. Knackschnucken, Knackschnucken. Walt hat sein Härchen wieder? Er ist der Best, Flux Flux. Gut, wir sollen weiter nach rechts. Neues Tagebuch freigeschaltet. 14. Mai 1916, ein Eintrag von Emil. Was ist in diesem Kriegsgefangenenlager passiert? Warum haben sie Karl erschossen? Ich hasse diesen gottlosen Krieg. Wie kann ich Marie erzählen, dass Viktor seinen Vater nie wiedersehen wird? Samiel wurde im September 1914 von den Deutschen eingenommen. Diese strategisch wichtige Position war der Frontlinie vorgelagert und trennte die Zugverbindung zwischen Paris und Nancy. Die Truppen der Entente versuchten wiederholt vergeblich, die Stadt einzunehmen. Das gelang erst, als 1918 frische amerikanische Truppen eintrafen. Gut, wir gehen jetzt erstmal nach links, da kommt man nämlich auch raus. Mal schauen, ob man da vielleicht irgendein Goodie sammeln konnte. Okay, anscheinend nicht. Okay, erst Uniform, Spitzhelm und Ausrüstung und so. Okay. Walt hat den Passierschein. Das ist eine Art Truppenübungsplatz hier, oder einfach nur das Lager der deutschen Besatzungseinheiten. Treppe rauf. Nach rechts geht's auch erst mit Uniform. Achso, dafür braucht man Zugangspasswort. Da ist der Helm, den wir brauchen. Dahinter. Fragezeichen, Tür abgeschlossen. Gut, gehen wir erstmal die Treppe rauf. Enter Honk Mallet. Spricht einen fiesen Dialekt. Lumpen anfrotzen. Genau, die Lumpen anfrotzen. Gut gemacht. Oh, da hinten liegt was. Gut gemacht. Wieder eine Hundemarke. Deutsche Erkennungsmarke von 1916. Eine Erkennungsmarke mit abnehmbarem Teil, der von den Behörden zur Zuordnung der Leiche verwendet werden konnte. Der größere Teil verblieb bei der Leiche. Das Modell wurde ab Ende 1916 eingesetzt. Alte Fritte? Hey, wer alte Fritte? Hey, runter nur! Hey, dürfen wir Walt behalten? Wir dürfen Walt behalten. Walt. Hey, Walt! Hey!
Okay, irgendwie müssen wir jetzt in diese Tür reinkommen. Gibt es hier irgendwo die Zugangskennung? Ist die irgendwo versteckt? Danke. Okay. Einmal die Glocke betätigen. Hätte gerne den Schlüssel. Anmast? Da ist Ende. Was gibt's denn sonst noch? So Äpfels. Okay, was machen wir mit der Äble? Aha. Okay, ein Goodie. Die Gazette des Ardennes. Die Gazette des Ardennes war eine Tageszeitung, die in Belgien herausgegeben und in der von den Deutschen besetzten Zone verteilt wurde. Diese Zeitung war ein deutsches Propagandawerkzeug in französischer Sprache, das die ortsansässige Bevölkerung über besetzte Gebiete und Kriegsgefangene und die Heldentaten des Königreichs Österreich-Ungarn informierte. Na, du bist das am Kasten? Ja, du meldet. Ja. Okay, irgendwas mit dem Kasten. Wir brauchen den Schlüssel, um an den Helm zu kommen. Richtig. Nehmen nochmal einen Apfel mit. Wolf, willst du auch noch Flammen? Das hat nichts gebracht. Nehmen wir noch einen Apfel mit. Glocke läuten. Schlüssel abwerfen. Wall zum Schlüssel schicken. Ach, nichts so ungut. Braves Tier. Allerdings, Walt ist der Beste. Walt ist der Beste. So. Hier ist Ende. So. Wir haben unseren Spitzhelm wieder. Und da ist doch mit Sicherheit die Kombination im Fenster. Eins ist... Naja, ich glaube, wir sollen erstmal die Fahne hissen. Damit wir die Kombination rausbekommen. Gott mit uns. Ja, von mir aus. Okay, Fahne ist gehisst. War das hier? Ja, hier war das. So, was zeigt die... Okay, das sollen wahrscheinlich Zahlen sein. Die 1 ist 8, 2 ist 1 und 3 ist 5. Also ist die Kombination 8, 1, 5. Wir versuchen's. 8, 1, 5. Ach so. Müssen die erst einloggen, sozusagen. Jupp. Das war schwer. Ein schweres Rätsel. Ein ganz, ganz schweres Rätsel. So. Karl ist ausgerüstet. Oha. Die Franzosen greifen an. Also raus aus diesem Kabuff. Oh, das hilft ja aus. Nicht sterben! Okay.
Falschen Weg genommen. Ach, hier müssen wir direkt raus. Hoppla. Okay. Jetzt aber richtig. Ich kenne mich mit Krieg einfach nicht aus. Pow. Ab ins Haus. Oh nein. Walt, Herrchen. Walt. Oh nein. Walt, komm mit. Du kannst für dein Härchen nichts mehr tun. Komm, Walt. Hoppla. Hoppla. Weiter? Müssen wir weiter? Ab ins Lazarettfahrzeug. Wo sind wir jetzt? Direkt an der Front. Oh no. Ausdehnung des Gaseinsatzes. Das im Krieg verwendete Giftgas war schwerer als Luft und konnte daher in Schützengräben, Stollen und Unterstände eindringen, wo es sich über längere Zeit hielt. Das zwang die feindlichen Truppen dazu, ihre Gräben zu verlassen oder Gasmasken aufzuziehen, was ihre Kampfkraft deutlich verminderte. Im Laufe des Krieges wurden immer größere Mengen Giftgas eingesetzt. Noch heute stellen Reste von Giftgasmunition eine Gefahr für die in den ehemaligen Kampfgebieten lebende Zivilbevölkerung dar. Oh, Walt ist schon durch. Und weiter. Na, wir müssen in der Block. Hier rechts kommt Gas. Können wir Walter reinschicken? Auf, Walt, auf geht's. Nee, komm nicht. So, hauen wir erstmal diesen Klumpen hier zu Brei. Hey, hopp, hopp, Walt. Da ist eine Lore. Granatenmunition. Ah. Hey, Walt. Muss man dran hängen? Okay, wir können uns da nicht dran hängen, aber wir... Aha! Klasse, Walt! Du bist ein Guter. Jetzt können wir Walt nämlich reinschicken mit seiner schicken neuen Nase. Oh, da liegt noch was. Ein Flachmann. Ein Flachmann, tatsächlich. Ein Flachmann konnte unauffällig in einer Hosen- oder Jackentasche verschwinden und enthielt gewöhnlich etwas Hochprozentiges. Na, mit Sicherheit keine Wahlergebnisse der FDP. Um dem Soldaten den nötigen Kick zu geben, bevor er in die Schlacht zog oder nachdem er aus einer Gefahrensituation zurückkehrte. So. Gut. Ab mit Walt nach links. So, jetzt können wir nämlich... Auf geht's. Danke. Mehr. Guter Hund. Komm her, kleiner Fifi. So. Wow. Hier oben sieht's schlimm aus. Ein Helm. Schwerer deutscher Helm. Dieser Helm wurde eingeführt, um die Pickelhaube auf dem Schlachtfeld zu ersetzen und die Soldaten vor Schrapnellen zu schützen. Er war viel dicker als das französische Pendant und bot einen besseren Schutz. Sein Rand schützte sogar die Ohren. Der Preis für den besseren Schutz war das Gewicht. 1,32 Kilo gegen 580 Gramm. Das war der schwerste Helm, der jemals produziert wurde. Wo ist Walt? Müssen wir überhaupt zurück? Ah, wir können hier hinten durch. Okay, was passiert? Wer
Während Karl sein Ziel beinahe erreicht hatte, wechselte Freddy zu den kanadischen Truppen bei Vimy. April 1917. Am Himmel über Vimy erkundete George, der englische Pilot, die deutschen Stellungen für die Artillerieunterstützung. An diesem Tag führten die Kanadier den Angriff. So, wir dürfen Freddy steuern. 9. April 1917, Vimy, Frankreich. Freddy und die Kanadier ziehen in den Krieg. Aber erst im nächsten Teil. Bis dahin, macht's gut. Wir sehen uns.